Ein herzliches Willkommen unter Lutzer im Wetterpart. Let's play The Last of Us 2. Ich bin es heute MC Muffix. War das ein Ska? Ich glaube, das war ein Ska. Naja, jetzt war es ein Ska. So, wir ballern gerade hier ein bisschen mit der Muni rum, weil es ist mir eigentlich alles wurscht. Ich gehe immer davon aus, dass wir hier nochmal irgendwie vernünftige Munition rankommen. Beim letzten Mal haben wir zwei Kackleute getroffen, denen wir hier geholfen haben und unser Bestes getan haben, um denen zu helfen. Dafür haben sie mich eine Viertelstunde in irgendeinem Raum mit Bloatern und allem möglichen gelassen. Wir wollen immer noch Owen finden. Und ich vermisse so diese Priesterin, die uns ermorden wollte. Sie hätte es einfach beenden können. Sie wäre tot gewesen. Ich hätte wieder Ellie spielen können mit meinen coolen Upgrades. Und alles wäre toll gewesen. Aber nein, das wird mir leider nicht gegönnt. So, aber der Klicker hat ganz schön viel Schuss ausgehalten. Also die so... Wenn man den in den Kopf schießt oder mit der Pumpgun. Mit der Pumpgun habe ich jetzt leider nur meine Brandmunition gehabt. Dann geht das nicht. Aber so eine war echt einer von den... Scars hatte ich das, glaube ich, zumindest. Naja, egal. Laufen wir weiter. Wir wollen zum Riesenrad. Und wir haben immer noch die Hoffnung, dass sie einen qualvollen Tod stirbt. Das ist das Einzige, was mir Glück gibt. Weil ich glaube nicht, dass sie Ellie getötet hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube immer noch daran, dass Ellie sie tötet. Und das Ding. Und sie. Also wirklich auf qualvolle Weise tötet. Und sie dann tot ist. Ich glaube immer noch fest daran. Und gib mir bitte die Kraft, dass ihr das ebenfalls glaubt. So. Wie sieht's denn aus mit Upgrades? Können wir mal was Sinnvolles machen? Ah, guter Scherz. Ich denke, wir gehen auf die Jagdpistolenmunition. Das ist geil. Das heißt, ich kann für meine beste Waffe Munition herstellen. Brauche aber Klingen und die habe ich nicht, aber es ist trotzdem gut. Und allein das mit der Genauigkeit und so, das sind schon keine schlechten Upgrades. Ich würde so gerne gegen Scars kämpfen. Es regt mir auch gerade so auf, dass das Spiel. Es war wirklich richtig gönnerisch bei Nahkampfwaffen teilweise. Und jetzt natürlich, wo ich keine einzige habe, jetzt gibt es keine mehr. Sind wir eigentlich übrigens schon an Tag 3? Also, wo Ellie hier in Seattle angekommen ist. Wäre jetzt mal so eine ganz dumme Frage. Soll er rüberschwimmen? Aber, hä? Ellie ist ja an Tag 3 da angekommen. An dem Riesenrad, wo sie ja dann hier Ellen und Owen getötet hat. Und ihr ungeborenes Baby, weil das wäre sonst auch ein Feind von uns geworden. Aber sind wir jetzt schon an diesem Punkt? Das geht ja eigentlich nicht. Eigentlich sind wir an Tag Nummer 1, aber es wirkt irgendwie so, gell? Und ich meine, wenn ich mir vorstelle, Alter. Also ganz ernsthaft, ich hoffe es, weil wenn ich überlege, dass es dann theoretisch nur noch schwerer werden kann, das ist natürlich richtig geil. Oh nein, die lese ich nicht. Die kann ich leider nicht lesen, die Notiz. Weil, ach so. Komm mal. Ihr habt es nicht gelesen, es tut mir jetzt leid, aber ich hätte jetzt darauf wetten können, dass mich noch mal einer von denen anhüpft. Ach, auf einmal kannst du dir einen Pfeil nehmen, gell? Das letzte Mal, als der eine Typ mich mit seinem blöden Pfeil abgeballert hat, mit Pfeil und Bogen, wurdest du deine Waffe nicht mit aufnehmen, gell? Sag erst, sekündlich wird sie mir unsympathischer. Sekündlich, man. Aber es war doch erst auch so, wir hatten Gegner und da lag einfach der Pfeil, der Bogen lag einfach auf dem Boden und sie hat den nicht aufnehmen können. Hüpft uns der Klicker an. Kein Klicker? Okay. Hast du die alle getötet? Hm.
Es wäre natürlich sicher nicht schlecht, hätte die Armbrust auszutesten, weil Armbrust ist natürlich eine coole Waffe. Aber sagen wir uns mal ganz ernsthaft. Ich entscheide mich doch lieber für das Stealthen. Hier habe ich schon so viel Muni verballert. Alter, sind das schon wieder viele. Danke für Ihre Hilfe mit den infizierten Passagieren. Wir können von Glück reden, dass wir jemanden mit Ihrer Ausbildung und Ihrem Mut an Bord haben. Meine Mannschaftsgranaten sind nutzlos und ich halte nichts davon, dass der Captain weiterhin die Waffen wegschließt. Wir können doch nicht einfach ignorieren, dass Sie an Bord dieser Fähre infizierte Passagiere finden. Der Waffenraum auf dem oberen Achterdeck, die Kombination ist 907701. Ihre Armbrust ist dort. Ich vertraue Ihnen diese Sache. Das höre ich doch sehr gern. Okay. Das bedeutet jetzt, wir haben ein Passwort für einen Tresor mehr oder weniger hier ziemlich so easy gefunden wie noch nie. Ich hoffe nur, das sind wieder nicht diese, ich weiß nicht, Crawler oder wie die auch immer heißen. Also von all den Infizierten, außer jetzt Bosse mal abgezogen, sind die furchtbarsten diese, die sich so hinstelfen und die so schwer sind, dann überhaupt hier mitzubekommen, dass sie einen anhüpfen. Lecker Spaß. So. Naja. Also gegen Infizierte darf ich mir das jetzt nicht mehr so erlauben. Das ist suffisant, mit der Muni umzugehen. Weniger als eine Minute. Dann teste ich es mal. Alter, hat gerade ein Schuss einen Klicker getötet? Das war nämlich meine Frage. Wie viel Schüsse ich brauche für so einen Kack-Klicker? Aber wenn das echt einen bedeutet, das bedeutet, dass ich nicht immer da sofort mein Messer hier hernehmen muss. Kann ich eigentlich auch... Ja, kann ich noch nicht. Ah, die Frage wäre, ob ich... Armbrustbolzen auch herstellen kann. Weil wenn das natürlich nicht der Fall ist, ist es im Endeffekt noch kostbarer als alles andere. Das Einzige, was ich sehr bereue, dass ich diese blöde bis jetzt nicht benutzt habe, weil die ist sehr effektiv. Also, ich sehe da hinten noch einen. Das müsste wieder so ein Depri-Typ sein. Den können wir uns ohne Dinger schnappen, ohne Probleme schnappen. Ich fühle mich gerade wie Man of Medan. Da waren wir auch auf so einem schönen Schiff. Und wenn, war alles nur ein Drogentraum. Vielleicht ist es ja auch hier alles nur ein Traum. So. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir irgendwie den blöden Tresor finden. So, da la. Klamm heimlich. Nach der 50 für den Fall der Fälle. Bewegungsgeschwindigkeit interessiert mich jetzt nicht, aber schau dich an hier. Mehr Jagdpistolenmunition und mehr Brandpatronen. Weil die Brandpatronen, die sind schon geil effektiv. Oder wir machen Heilkits. Weil das Stabilitätsupgrade ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ja. Geh jetzt ganz suffisant hier auf das. Haben die bis jetzt eigentlich hergestellt? Okay, gut. Also wir könnten es theoretisch herstellen. Wir sparen erstmal noch ein bisschen Ressourcen, weil wir haben, wie gesagt, eh schon so viel aufgebraucht. Aber die Armbrust wird noch eine lustige Waffe. Weil eine Frage ist halt nur, ob das dann wie bei der
wie bei einem normalen Bogen ist. Nämlich, dass wenn wir einen Gegner... Ja, genau. Pfeile und Armbrüste sind stabil und können häufiger eingesammelt werden. Pfeile... Ach, wo? Ach so, ach so, ach so. Ach, wo, haben wir jetzt schon gesagt, ja. Wenn wir Glück haben, könnte es bedeuten, dass die immer zum Einsammeln sind. Nicht so wie Pfeile, wenn man halt nur einen Kopf schießt, sondern dass die immer, dass man die immer hernehmen kann. Das wäre natürlich so geil. Kann sie mir jetzt nicht einfach sagen, da. Okay, puh, das war's dann. Ich denke mal, wir müssen ganz nach oben. Wieso auch immer? Ich denke, wir wollen eigentlich zu dem blöden zu dem blöden Riesen. Eigentlich wäre es der Schloss, wenn wir hier runterhüpfen. Aber okay. Ich will ja auch noch meinen Tresor mir hier schnappen. Ist es eine rhetorische Frage? Also, Nummer 1. Es war ja klar. Das ist... Nein, 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 nein. Obwohl. Meine Frage ist, wo muss ich denn eigentlich hin? Ich müsste theoretisch dahinter. Ich könnte schon die ganzen Gegner doch eigentlich ignorieren, oder? Eigentlich ist das nur ein Klicker. Wundert mich, was mich ihn gesehen hat. So, also. Materie. Genau. 907701. Zack. Und die 01. Das ist immer schön. Kommen Sie immer wieder gut merken. Zack. Das wäre jetzt nett, weil der so leicht zum Knacken wäre, dass man dass dann gleich irgendwas in die Luft fliegt. So, nächstes Skillbuch. Das bedeutet, wir werden wahrscheinlich alle Skillbücher haben. Endlich mal Money. Das war jetzt wichtig. Also mal ganz ernsthaft, muss ich jetzt dahinter oder wie? Was haben wir hier? Herstellungsgeschwindigkeit, unnötig. Das wäre nicht schlecht, der Sprengradius ist auch nicht schlecht. Aber das sind jetzt so die richtigen Upgrades, also da ist mir das deutlich sympathischer. Komm. Danke. Ellen stand da. Ellen. Ne, warte, wir dachten. Wie heißt es nochmal? Ellen dachte daran, als er am Cold Lake Lane stand. Er atmete tief ein und sprang. Irgendwie so geht das doch hier aus Alan Wake. Da gibt es nämlich auch einen Klick, aber. Der ist ein Stück halt besser. Schämler, kein Bloater. Okay. Ja, die Frage ist, ich weiß nicht, was ich machen soll, weil theoretisch kann ich doch das Ganze hier skippen, oder? Alter! Oh, ich hasse sowas! Wenn einfach nichts funktioniert! Ja, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Ich muss da in diese blöde Tür ran.
Entschuldigung, ich lade nochmal neu. Aber es wäre so geil, Mann. Da waren gerade so ein schöner Klicker gestanden. Komm, Blote, Blote, Blote. Hat leider nicht komplett für den Bloater gereicht. Was auch immer. Boomer, bei mir ist das ein Boomer. Aber war schon mal nicht schlecht zumindest. So. Also, und der Klicker dürfte zumindest mit Sicherheit ausgeschaltet sein. So, na, jetzt darf ich sogar mal zwei herstellen, oder? Erlaubt mir das Spiel. Ja, alle verdammt nochmal, Luja. Also, wie machen wir es jetzt am blödesten? Ganz blazing, wie man so schön sagt. Oder versuchen wir es ein bisschen taktischer. Ja, der Klicker ist immer noch da. Aber ich sehe jetzt nur noch drei. Der ist der Bloater, der ist da hinten. Ja gut, die anderen beiden sollte ich ja so ausschalten können. So, war ausnahmsweise mal ganz schön. Wenn einmal ein Plan aufgeht, zwar erst noch am dritten Versuch, aber besser ist gar nicht, oder? Also den stealthen wir definitiv weg. Der bleibt jetzt echt da, bis zum bitteren Ende da. Bleiben die zusammen da drin, oder? Ich weiß nicht, der ist doch draußen, oder? Hätte ich ja Flasche, könnte ich sie natürlich auch auf die andere Seite des Docks des Schiffs locken. Das hätte ich vielleicht danach fahren machen sollen. Das wäre ein bisschen ressourcenfreundlicher gewesen. Also für den, ja gut, wir werden es jetzt, wie gesagt, bei dem Stinkemaul können wir es nicht anders machen. Aber den würde ich noch gerne ausschalten und dann packe ich halt meinen Jagdrevolver aus. Der ist ja echt sehr, sehr stark. Aber den muss ich noch unbedingt ausschalten. Jetzt komm, geh bis näher an meine Tür ran. Schnapp mal dich da. Jetzt war's zu schnell da. Naja, das ist schon in Ordnung. Wir haben ja auch einiges an Dingen dazu bekommen. Wir hätten es natürlich auch so versuchen können, aber... Nee, dann noch furchtbarer. Dabei wäre das sicher der leichteste Weg gewesen. Das wäre sicher leicht. Es ist immer... Man kann natürlich sich immer um die Gegner rumstellen. Das wäre auch im Endeffekt vielleicht schon ein bisschen schlauer gewesen. Weil ich hätte sie ja ablenken können, hätte ja hier was schmeißen können und die auf die andere Seite locken können. Weil ich da Granate hingeschmissen, wären die sicher alle auf die andere Seite gelaufen. Und dann hätte ich mir halt ein bisschen was gespart. Aber wir haben das ja jetzt relativ ressourcenfreundlich hier geschafft. Aber wäre natürlich lustig, wenn ich dann hier oben gestanden wäre und die alle ausgelacht hätte. So. Oh, schade. So, Mädel, Mannsweib, wie auch immer. Ich hoffe, diesmal fällst du nicht wieder irgendwo nach unten.
Also, beziehungsweise schon, ich hoffe schon. Aber nicht, dass du wieder mir damit Schwierigkeiten bereitest. Wenn du einfach so zack, tot bist, dann ist natürlich wieder was anderes, oder? Du musst ja nicht tot sein, ich bin ja nicht so. Obwohl. Ja, nee, sie soll nicht sterben. Ellie soll sie. Wir sind ja grausig, weil wir wissen, irgendwann kommt der Tag, an dem Ellie sie war. Zack, erwischt. So, kurzer Blick nach links und rechts, keiner da. Also, Owen. Langsam langt's mir, so viel bist du mir echt nicht wert. Höre ich da schon wieder Klicker? Wahrscheinlich. Wartet. Naja, immer ein Einschuss. Müssen wir aber nicht. Mich wundert es eigentlich, dass es keine Sprengpfeile oder sowas gibt. Das hätte sich doch hier super angepasst eigentlich. So, Punkte haben wir jetzt 36. Da sparen wir jetzt, bis wir. Ja, ich, wie gesagt, wir gehen hier auf die Brandmunition. Also noch 2x50 brauchen wir. Auch wenn das Gesundheitsupgrade sicher nicht schlecht wäre. Ich sehe schon, kommen die Gegner, die uns Probleme bereiten, sind nicht die, die uns Schaden machen. Das sind die, die uns instant killen. Vielleicht irre ich mich. Aber ich höre die ganze Zeit gegen mich. Aber es könnte auch schon sein, dass das einfach Stimmen in meinem Kopf sind. Ich höre so. Oder. Ich glaube, das bilde ich mir nur ein. Aber hier sollten keine Gegner sein. Das ist schlimmer mit dem Regen. Du denkst immer, da bewegt sich irgendwas. Jetzt aber mal ganz ernsthaft. Spiel. Du kannst mal ruhig ein bisschen mal. Also, es muss ja nicht Munition sein. Aber du kannst ruhig mal ein bisschen Ressourcen einfach mal. So ein bisschen grundlegende Ressourcen, dass ich mir was craften kann, mal wieder zusammenfusieren. Ich habe nicht mal was zum Schmeißen. Aha, hauptsache sind die Gebäude nicht mehr betretbar. So. Ach, mein Walross. Ich wäre gerade auch gerne du. Aber nur ein bisschen rumhauen, maulen. So, aber dann sind wir schon mal im Aquarium. Und ich bin mir sicher, jetzt kommt der große Revelation. Dass er Danny erschossen hat, um den Max zu retten. Weil von dem Max, da hat er so viel Geschichten gehört. Und das muss, und jetzt musste er ihn natürlich retten. Weil er hat so lange in seinen Dingern gelebt hier in seinem Bunker. Irgendwie so eine Schwachsinn-Geschichte wird schon kommen. Aber naja, Leute, ich denke mal, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal gehen wir das ins Aquarium. Und dann würde ich mal sagen, denke ich, werden wir Owen finden. Bis dann, auf Wiedersehen, ciao.